So, Herr Pressesprecher, kann ich Ihnen noch zwei, drei Fragen stellen zum heutigen Tag? Okay, vor der Kamera, aber bitte. Wir möchten nicht vor die Kamera, aber eben waren Sie doch auch gerade vor der Kamera. Sie waren doch auch gerade vor der Kamera. Sie wissen, warum. Nee, sagen Sie es mal bitte, warum Sie nicht vor die Kamera treten können, bitte. Ich würde Sie nur fragen, mit was haben Sie es hier heute zu tun? Das ist alles. Wir haben hier mehrere Veranstaltungen in Leipzig. Ne? Der Christopher Street Day, dann eine angemeldete Demo reicht schon, eine angemeldete mehrere Gegendemonstrationen. Ja. Und hier ist die Trennung der verschiedenen Versammlungsteilnehmer. Okay. Der Versammlungsleiter der rechten Veranstaltung hat die Versammlung für beendet erklärt. Mhm. Aus diesen Teilnehmern sind Straftaten gewesen und jetzt gibt es einen Strafprozess. Okay, die Herrschaften sind jetzt, glaube ich, schon seit dreieinhalb Stunden in dem Kessel drin. Stimmt das? Ich habe keine Uhrzeit. Okay, also solange wie die Menschen dort drin stecken und jetzt werden sie ja noch erkennungsdienstlich erfasst. Was schätzen Sie, wie lange kann das noch dauern? Da kann ich jetzt noch keine Angaben machen. Weil das wird seine Zeit dauern. Wie lange genau, kann ich jetzt nicht einschätzen. Okay, vielen Dank. Hat die Polizei das hier heute unter Kontrolle? Die Polizei, die Bundespolizei, Landespolizei haben diese Veranstaltung unter Kontrolle. Vielen Dank. Das sieht man auch daran, dass es keine Ausschreitungen untereinander gibt. Ja, gut. Man hat sich ja wirklich mächtig Mühe gegeben, auch die alles unter Kontrolle zu behalten. Ja, ja, durch die räumliche Trennung ist es dann gegeben, sodass jeder seinen Protest ausgeben kann und damit ist das gewahrt. Okay, möchten Sie noch was loswerden? Nein, das war's. Dann. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ah, ist auch gar nicht so schwer. Ich kann noch vernünftig mit euch reden, Polizei. So wie es im Wald hineinbläst, so bläst es auch wieder heraus. Mir wurde gerade mitgeteilt, dass hier eine Möglichkeit der Versorgung mit Trinkwasser gegeben ist. Das heißt, es sollte jetzt jemand in den Personen geben, die aufgrund der Temperatur Trinkwasser benötigen. So beginnt es bitte an die gegenüberliegende Seite der Einschließung, sprich die Seite, wenn wir hier den Züge anfahren. So, man hat jetzt tatsächlich auch Trinkwasser für die Demonstranten.